40.000 Euro, das ist schon viel Geld. Dann ist ja so ein Einsatz von 5.000 Euro gar nicht viel. Ja, aber Sie dürfen nicht nur ans Geld denken. Bitte beachten Sie, dass das Geld Symbol ist für die Liebe, für die Herzenswärme, die wir anderen schenken und somit auch geschenkt bekommen. Ich bin verzweifelt, weil du mir alles kaputt machst. Das würde ich nie tun, ich liebe dich. Sag mal, wann geht das endlich in deinen Kopf? Ich liebe dich nicht. Ich liebe Laura, nur Laura, ja? Margot und Quirin wollten das Gut retten. Und alle Vorschläge, die gemacht haben, haben sie einfach so in den Wind geschlagen. Vorschläge? Vorschriften wollte mir Margot machen. Ich bin nicht Christian de Ville. Mein Name ist Gregor Bergmeister. Und wo ist Christian de Ville? Er ist tot. Begraben. Irgendwo in der Wüste von Mexiko. From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Christian de Ville ist tot. Und du hast seinen Namen angenommen? Was ist denn das für eine absurde Geschichte? Hast du ihn umgebracht? Nein, das habe ich nicht. Laura, du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Ich habe den Mann nicht umgebracht. Man könnte mir aber leicht unterstellen, ich hätte ihn umgebracht und deshalb konnte ich dir nicht erzählen, was damals passiert ist. Aber alles, was ich getan habe, musste ich für Sophia tun. Ich habe sie sehr geliebt, das weißt du. Genauso wie ich jetzt dich. Diese ganze blöde Geschichte ist mein Problem. Aber zum Zuhören zwingen kann ich dich nicht. Okay, liebes Tantchen, erklär mir mal eins. Warum sollte ich so etwas tun? Aus verletztem Stolz. Weil du gekränkt bist? Das wäre doch durchaus möglich. Das ist Schwachsinn. Ja, ich mag Miriam, aber ich bin nicht in sie verliebt. Verdammt. Oder hat sie das etwa behauptet? Nein. Sie hat nur gesagt, wie viel Maxim ihr bedeutet. Und er findet nach den vielen Verwirrungen in seinem Leben so etwas wie Halt bei ihr. Das kann doch nun wirklich kein Fehler sein. Genauso wenig, wie ich aus vergammelten Lebensmitteln ein gutes Essen zaubern kann. Genauso wenig kann Miriam aus Maxim einen guten Menschen machen. Woher willst du das wissen? Maxim ist eine Ratte und bleibt auch eine Ratte. Die Kinder in Afrika haben mich gelehrt, dass in jedem Mensch was Gutes steckt. Ja, dann sollen sie Maxim doch einen Heiligenschein basteln. Ach, Robert, hör doch auf. Du hast ja gar keine Ahnung, wie viele Menschen Maxim schon reingelegt hat. Ja, das war einmal. Miriam und er. Maxim, das Einzige, was er von Frauen will, das... Der Typ ist gnadenlos. Du solltest dich mal hören, Robert. Du bist wütend. Warum willst du Maxim keine Chance geben? Das versuche ich dir ja gerade zu erklären. Der Typ ändert sich nie. Jeder Mensch macht Fehler im Leben. Und jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Und Miriam ist für Maxim eine große Chance. Ja, das ist wohl wahr. Und er liebt sie. Maxim liebt sie so, wie sie ist. Sophia war mit einem anderen Mann verheiratet, mit eben diesem Christian de Ville. Aber sie hat sich von ihm getrennt und ist nach Mexiko gegangen. Und? Ich habe da zusammen mit Helen, ihrer Schwester, im Krankenhaus als Arzt gearbeitet. Und Sophia hat sich in mich verliebt und ich mich in sie. Du bist Arzt? Also wir haben zusammen gelebt, wir waren glücklich, alles war super. Und dann... Darf ich mal kurz? Ja, natürlich.
war ein Freitag. Ich kam nach Hause und habe plötzlich den Schrei eines Mannes gehört. Ich bin sofort ins Haus gestürzt, aber ich kam zu spät. Da lag dieser Mann am Boden, blutüberströmtes Gesicht. Und dann sitzt da Sophia in der Ecke, starr, blutig. Und ich bin natürlich sofort zu ihr hingegangen. Sie war auch noch kurz bei Bewusstsein, hat mich angeguckt mit ihren großen Augen. Aber sie hatte diese Kopfverletzung und diesen. Ich habe sie natürlich sofort auf die Intensivstation gebracht, aber. Sie ist nicht mehr aufgewacht? Nein, nie mehr. Ein Jahr später ist sie dann gestorben, aber das weißt du ja. Und er? Er war schon tot, als ich dazugekommen bin. Zuerst wollte ich zur Polizei gehen, aber was, wenn sie mich verdächtigt hätten, wenn sie mich ins Gefängnis gesteckt hätten? Ja, verstehe. Ich konnte mich nur um Sophia kümmern, wenn ich mich eben als ihr Ehemann ausgab, als Christiane de Ville. Und deshalb hast du den Namen eines Toten angenommen? Ja. Sophia lag im Koma, ich wollte bei ihr sein. Und nur so habe ich sie nach Deutschland in ein Krankenhaus hier bringen können. Und den echten Christiane de Ville hast du dann irgendwo in der Wüste verscharrt, oder? Was ist das für ein Irrsinn? Das war die einzige Chance, Laura. Und das Geheimnis zwischen Helen und mir. Sie hat mir geholfen, die Leiche verschwinden zu lassen. Helen. Laura. Ich hatte Angst, Sophia für immer zu verlieren. Kannst du das verstehen? Jetzt weißt du alles. Endlich. Laura, ich liebe dich. Ist schlecht. Lass mich allein. Kein Problem, dass ich Zimmermädchen bin? Ach, für mich nicht. Wir müssen es ja nicht jedem im Hotel auf die Nase binden, dass sie mitmachen. Unser Schenkkreis ist eine diskrete Angelegenheit. Super. Von mir erfährt niemand irgendwas. Das heißt, Sie machen mit? Ja, klar. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass du das System des Herzkreises verstehen wirst. Ich bin übrigens Eva. Tanja. Meine Freundin Marie findet die Idee auch ganz toll. Und also Xaver, das ist ein Page von uns, der kapiert das ja nicht. Also irgendwie kann der sich das nicht vorstellen. Ach, keine Angst, wir nehmen von vornherein keine Männer bei uns auf. Die verstehen einfach nicht das weibliche Prinzip der fruchtbaren Vermehrung von irdischen Gütern durch Liebe. Eva, eine Frage hätte ich noch. Ist es möglich, dass ich vielleicht mit weniger Geld auch mitmache? Nein, wieso? Naja, es ist schon eine ganze Menge Geld für mich. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass ich 5000 Euro zusammenkriege. Das ist aber schade, dabei hätte ich dir das so gegönnt. Ich meine, bei dieser positiven Energie, die du ausstrahlst. Positive Energie bringt da wirklich was, ja? Ja, aber natürlich. Es kommt auf deine Energie an, wie lange das Spiel dauert. Aber bei deiner Energie, da dauert es bestimmt keine 2 Wochen, bis der warme Fluss von 40.000 Euro zu fließen beginnt. Ach, ja, dann wäre das eher. Wolltest du diesen Segen nicht mit deiner Freundin teilen? Ihr nehmt beide ein halbes Herz und steigt zusammen in den Kreis ein. Also wenn das möglich wäre, das wäre wundervoll. Entschuldigung, ich bin total aufgeregt. Ja, ist doch schon okay. Wir sind doch alle eine große Familie. Stell dir vor,
Seit einer halben Stunde ist Maxim Klinker-Emden unser neuer Restaurantchef. Trotz Veto von Kirche und Küchenpersonal? Ja, völlig überraschend zieht meine Schwägerin ihre Stimme gegen Maxims Einstellung zurück. Sieh an, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Ja, und das, obwohl Elisabeth den Orden verlassen hat. Ja, der alte Herr da oben ist ziemlich großzügig. Der alte Herr? Ich würde eher sagen, die junge Dame. Aha, steckst du dahinter? Ich? Nein, das wäre wohl eher nach hinten losgegangen. Außerdem sagte ich, junge Dame. Du meinst doch nicht etwa... Ich habe Miriam zu Elisabeth geschickt. Elisabeth hat einen Hang zu unglücklichen Lieben. Wahrscheinlich eine ungestillte Sehnsucht nach Romantik. Ich bitte dich. Bis vor kurzem war sie doch in heiliger Mission unterwegs. Trotzdem ist sie eine Frau. Und zwar eine, die ziemlich lange auf bestimmte Wonnen verzichten musste. Eine Frau hört nie auf zu träumen. Tja, wie klug du bist. Elisabeth hat keine Ahnung vom wirklichen Leben. Wahrscheinlich glaubt sie deswegen an die romantische und schwierige Liebe von Maxim und Miriam. Das Prinzip des Geldvermehrens, das funktioniert. Wie soll ich dir denn sagen? Bitte glaub mir doch. Das glaube ich dir ja. Aber ich habe kein Geld. Ich hab's. Marie. Meine Karten. Nicht deine Karten. Ich hab's. Verstehst du? Pass auf. Leonard Landers, der Millionär, der hat mir doch so einen schönen Ring geschenkt. Der ist bestimmt Tausende von Euro wert. Ja, und? Ja, den versetze ich. Ach, und wenn du willst, dann kann ich dir deinen Anteil noch leihen. Nö, du musst ja nicht. Ich kann das auch alleine. Drei vom Burgunder, ja, vier vom Merlot. Mhm. Da fällt mir ein, die haben noch einen guten Rosso, guter Preis. Hast du den schon getrunken? Nee. Gut, ein Karton zum Testen. Mhm. So, das war's. Nee, der Chateau Neuf fehlt noch. Aber der ist ganz schön teuer. Wir könnten auch den Gigondas nehmen, der ist billiger. Und wir wechseln einfach die Etiketten aus, oder was? So war es nicht gemeint. Also, wenn ein Gast ein Chateau Neuf haben will, dann kriegt er auch ein Chateau Neuf. Ist das klar? Natürlich. Gut. Zwei vom Chateau Neuf, zwei vom Gigondas, ein Hermitage. Flaschen oder? Kartons. Klar. So, das war's dann wirklich. Robert. Was ist? Könntest du nicht ein bisschen freundlicher zu Maxim sein? Wenn du ein Problem damit hast, dass wir zusammen sind, okay, aber dafür kann er nun wirklich nichts. Nein, natürlich nicht. Immer nur Konfrontation, das bringt doch nichts. Das ist meine Sache. Robert, bitte. Er soll mir einfach aus dem Weg gehen. Und wie soll er das machen als Leiter des Restaurants? Ich habe ihn nicht als Restaurantleiter eingestellt. Und ich habe dich mehr als einmal vor ihm gewarnt. Und wenn du glaubst, das geschieht aus Eifersucht, dann tust du mir verdammt leid. Ich will dich einfach nur vor der größten Enttäuschung deines Lebens bewahren. Das ist alles. Vielen Dank auch. Gut. Mach, was du willst. Du wirst schon herausfinden, was für ein Typ er ist. Manche Katastrophen kann man eben nicht verhindern. Was ist das denn für eine Geschichte? Das glaubt doch kein Mensch, das ist ja Wahnsinn. Aber warum sollte Christian sowas Furchtbares erfinden? Das macht ja keinen Sinn. Und wenn das stimmt, was hätte ich denn getan? Oh, einen Toten irgendwo im Sand verscharren. Ich weiß nicht. Er hat mir das erzählt, weil er will, dass ich ihm glaube, dass ich ihm wieder vertraue. Aber warum macht er das denn erst jetzt, hä? Kann ich nicht einmal eine Beziehung haben, die einfach geradeaus läuft? Laura? Ich habe mich gefragt, warum deine Tür zu ist.
denn los? Lass mal, du kannst mir jetzt nicht helfen. Ach, so ein Quatsch. Oder deine Freundin, mir fällt schon was ein. Hey, positives Denken, schon vergessen? Erzähl doch mal. Nee, das geht nicht. Kann ich irgendwas anderes für dich tun vielleicht? Nenn mich krank, bitte. Okay. Soll ich dir Tee oder Medizin besorgen? Ich bin ja nicht krank. Danke. Okay. Ich lass dich mal, ruh dich ein bisschen aus, okay? Komm rein. Setz dich hin. Magst du auch einen Kaffee? Nein, danke. Was machen wir jetzt mit deinen zwei Frauenzimmern? Nichts. Was sollen wir denn da machen? Ja, aber du kannst doch jetzt nicht aufgeben. Jetzt? Ich hab schon vor Jahren aufgegeben. Quirin, wir waren doch schon so nah dran. Deine Frau haben wir schon fast so weit gehabt. Prima. Und jetzt hat meine Mutter quer geschossen. Ja, dann red halt ich noch mal mit deiner Mutter. Ich meine, das muss doch zu machen sein, dass die zwei sich vertragen. Das hat alles keinen Sinn, Alfons. Dann lässt sich meine Frau wieder was Neues einfallen. Das Spielchen, das kenne ich schon. Sag mal, Quirin, was ist eigentlich los mit dir? Du warst doch früher immer der Letzte, der aufgeben hat. Früher? Du warst doch nicht eher zufrieden, bevor alle anderen Buben nicht die weiße Flagge gehisst haben. Ja, du meinst die Schalitzer Buben, gell? Zum Beispiel. Weißt du es noch? Wie sie dich mal geschnappt haben und an den Marterpfahl gestellt. Ja, gestellt ist gut. Die haben mich schon gefesselt. Ja, und du? Du hast mich gerettet mit unserem alten Ackergaul und zwei großen Leintüchern. Ausgeschaut hast du wie ein Gespenst. Ich hab fast selber Angst gehabt. Hui! Das war eine Garde, was? Ja, da sind's gelaufen, die Schalitzer Buben. Das waren noch Zeiten, hä? Ja, und jetzt? Quirin, du musst was tun. Das sag ich dir jetzt von Mann zu Mann. Irgendwas muss mit deinen beiden Frauen passieren. Hast mich verstanden? Aber wie denn? Das ist doch alles so verfahren mit diesen beiden Streithennen. Da gibt's nur eins, mein Freund. Schwere Geschütze auffangen. Was machst du hier? Wie bist du überhaupt hier reingekommen? Mit dem Schlüssel? Ich hab noch einen. Gib ihn her. Was willst du überhaupt von mir? Sei doch nicht gleich so sauer. Ich weiß einfach nicht, wo ich hin soll. Alexander ist bald auch nicht mehr gut auf mich zu sprechen. Mich zieht's eh mehr zu dir. Es ist mir völlig egal, wo es dich hinzieht. Mich zieht's zu Laura. Kapier das endlich. Du musst auch noch einiges kapieren. Oder meinst du im Ernst, dass es zwischen dir und Laura noch was wird? So ohne jedes Vertrauen. Wie kommst du dazu? Sie traut dir doch einiges zu. Sie hat auch geglaubt, dass du und ich... Laura hat dir deine bescheuerte Geschichte nicht geglaubt. Sie weiß sehr genau, wem sie vertrauen kann und wem nicht. Mhm. Wieso bist du dann alleine? Wo ist sie denn, deine kleine Freundin? Es geht dich überhaupt nichts an. Habe ich deinen wunden Punkt getroffen? Ich sag dir jetzt mal was, damit deine fiesen Spielchen endlich ein Ende haben. Ich mach keine fiesen Spielchen. Das ist mein voller Ernst. Umso besser, dann pass jetzt mal gut auf. Ich habe Laura die ganze Geschichte erzählt. Alles, was in Mexiko passiert ist. Laura weiß jetzt, wer ich in Wahrheit bin.
Es gibt keine Lügen mehr zwischen uns. Gewartet. Ja, was dagegen? Nee, ganz im Gegenteil. Ja, ich bin fertig für heute. Was machen wir denn mit dem schönen jungen Abend? Ich weiß nicht. Ich habe da schon eine Idee. Ich habe noch eine sehr gute Flasche Wein auf dem Zimmer. Und mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Nur einen Kuss. Und einen Schluck. Und einen Kuss. Und einen Schluck und einen Kuss. Das fühlt sich sehr gut an. Dann wollen wir, oder? Langsam, Maxim. Was ist denn los? Das geht mir nur etwas zu rasch. Und außerdem würde meine Mutter eine Großfahndung nach mir einleiten. Vielleicht meldest du dich einfach ab bei deiner Mutter. Das möchte ich aber nicht. Können wir nicht einfach hier was trinken? Na klar. Bitte hab Geduld mit mir. Ich brauche noch ein bisschen. Ja. Es muss ziemlich anstrengend für dich sein, mit Robert zusammenzuarbeiten. Das kannst du laut sagen. Ich habe heute versucht, mit ihm zu sprechen, aber das ist völlig sinnlos gewesen. Hat er dich gewarnt vom bösen Maxim? Ja. Unglaublich. Ist ja auch echt ein Verbrechen, wenn man mal zur heiligen Elisabeth geht und ein gutes Wort für den Maxim einlegt. Hm? Für manche ist es etwas schwierig, wenn man eine eigene Meinung hat. Und alle wollen immer nur das Beste für mich. Ja, das ist das Schlimmste. Da kannst du nicht mehr richtig böse sein. Aber ich bin nicht böse. Ich will nur Annie für mich selbst entscheiden. Alt genug bin ich ja. Ach komm, alle sehen immer nur das arme kleine Mädchen, das im Rollstuhl sitzt. Dabei bist du echt eine starke und eine attraktive Frau. Was ist, wenn Laura zur Polizei rennt? Sag ruhig, das macht sie nicht. Hast du eine Ahnung? Die Frau hat überhaupt keine Nerven. Glaub, was du willst. Die hat uns in der Hand und ich hänge da genauso mit drin. Christian! Verschwinde! Je weiter weg du gehst, desto besser. Dann brauchst du keine Angst vor der Polizei zu haben. Das würde dir so passen. Du kannst mich nicht einfach abschieben. Und ob ich das kann? Hey, wir haben so lange durchgehalten. Wir haben so viel riskiert. Du kannst nicht alles platzen lassen. Du bist so fies! Ich sorge hier nur für klare Verhältnisse. Ob du hier bleibst oder verschwindest, das ist mir vollkommen egal. Hauptsache, du gehst mir aus dem Weg. Du bist so ein undankbarer Idiot. Raus jetzt! Christian, wir gehören zusammen! Tanja? Ja. Hallo. Dahlfeld, hallo. Ich würde Sie gerne was Persönliches fragen. Wieso, worum geht's denn? Es geht um Laura. Robert hat mir erzählt, Sie haben sie krank gemeldet und ich wüsste gerne, was los ist. Naja, es geht eben nicht gut. Was genau sie hat, weiß ich nicht, weil sie war noch nicht beim Arzt, wissen Sie. Tanja, ich rede jetzt als Lauras Bruder und nicht als ihr Chef, also. Das lässt sich aber auch nicht immer so leicht trennen, oder? Ich mache mir wirklich Sorgen um meine Schwester. Ja? Krank ist sie ja wohl nicht. Nein, das ist schlimmer. Hat vielleicht Christian de Ville was damit zu tun? Ja. Aber bitte, bitte mischen Sie sich nicht ein. Sie lässt sowieso keinen an sich ran, nicht mal mich. Und das heißt, es geht ihr wirklich schlecht. Sie machen sich auch Sorgen um Sie, richtig? Ja. So schlecht ging es ihr schon lange nicht mehr. Also nicht mehr, seit sie erfahren hat, dass sie beide Geschwister sind. Man muss doch irgendwas tun können. Ich will ihr helfen. Sie können es ja versuchen. Aber ich glaube nicht, dass sie mit irgendjemand darüber sprechen will. Ja. Danke. Ich mach dann weiter. Deine Mutter ist eine eingebildete alte Zicke.
spielt sich als Dame auf und scheucht uns durch die Gegend. So geht das doch nicht. Sehr gut. Genauso wie Margot. Wirklich. Ja, dann zeig deiner Frau jetzt einmal, wo der Bartl am Mast holt. Was soll ich ihr denn sagen? Ja, die Meinung. Was denn sonst? Die Meinung. Also so geht das nicht, meine Liebe. Ich muss dir schon sagen, dass... Lauter. Ich muss dir sagen, dass ich nicht mehr aushalte. Genau genommen. Du machst mich wahnsinnig. Mit diesem Gestotter, da setzt du dich doch nie durch. Da tanzt er doch jede auf der Nase rum. Ja. Komm, jetzt lass mich einmal. Hör mir zu, Weib. Wenn du nicht endlich einsiehst, dass in diesem Haus genug Platz für dich und für meine Mutter ist, dann kannst du mich gern haben und verschwinden. Und zwar ohne mich. Gerne. Ich bin schneller weg, als du überhaupt gucken kannst. Und ich komme auch nicht wieder. Darauf kannst du dich verlassen. Ja, dann ist es ja recht. Dann habe ich endlich meine Ruhe, du alter Drachen. Ab heute sind wir geschiedene Leute. Papa, warum schreist du Mama so an? Weil sie es verdient. Aber wieso denn? Ihr wollt euch trennen? Ach was, wir üben das doch nur. Was denn? Ja, streiten. Ja, nicht nötig. Also nach dem, was ich gerade gehört habe, ihr seid schon ganz gut. Ja, aber der Quirin ist noch nicht gut genug. Also, noch mal. Guten Morgen, mein Schatz. Morgen. Geht's dir gut? Habe ich überhaupt noch Bodenhaftung? Oh. Knapp. Wie war denn Maxims erster Arbeitstag? Ach, er musste sich ein bisschen mit den anderen rumärgern. Aber das wird schon. Hauptsache, er hat den Job. Und das alles verdanken wir Elisabeth. Wer hätte das gedacht? Das war echt eine gute Idee, mit ihr direkt zu sprechen. Ich habe mir gleich gedacht, dass sie dich mag. Ich mag sie auch. Schade nur, dass sie mich noch nicht akzeptieren kann. Ihre Schwester ist ja noch nicht so lange tot. Ja, was glaubst du, wie viele Jahre ich das zu spüren bekomme? Ich weiß nicht, so um die 100. Oh je. Naja, dann ist es ja gut, wenn du dich mit ihr anfreundest. Ich finde, wir sollten zu allen Mitgliedern der Familie Saalfeld ein gutes Verhältnis haben. Ja, das wäre schön. Aber ich glaube, mit Robert und mir, das wird nie was. Wir streiten uns nur. Ach, wer weiß. Jetzt lass uns erstmal frühstücken. Komm. Sonst sind wir geschiedene Leute. Hast du mich verstanden? Gut. Also, Quirin soll seiner Frau und seiner Mutter klar machen, dass er beide verlässt, wenn sie nicht Frieden schließen. Aber alles ist nur gespielt. Naja, das ist ja der Trick. Die beiden müssen endlich zur Vernunft kommen. Sie müssen Angst kriegen, meint dein Vater. Es gibt bestimmt ein Drama. Ja, das meine ich auch. Die zwei Frauen sollen merken, dass ihre ständige Streiterei Konsequenzen hat, dass sie dafür zahlen müssen. Zahlen müssen. Oder wie dein Vater sagt, wenn die Frau tanzen will, muss der Mann führen. Ach, Tascha, ja. Machst du dich jetzt lustig über mich? Ja? Nein, also das würde ich mir überhaupt nie erlauben, Alfons. Ich erkläre deiner Tochter bloß deinen Plan. Ja, bitte, wenn ihr einen besseren habt, gern, bitte. Hä? Also, dann bleibt's dabei. Dann schaue ich jetzt mal nach den beiden. Nein, noch nicht. Außerdem kann ich's unmöglich beiden gleichzeitig sagen. Ja, wie dann? Eine nach der anderen, bitte. Eine nach der anderen. Okay, Hauptsache, du machst das überhaupt. Das wird was. Da bist du ja. Es tut mir leid. Kein Problem, ich habe wenig Zeit. Entschuldige, dann musst du dir eben die Zeit nehmen. Worum geht's? Kannst du dir das nicht denken? Wie geht's da? Schlecht. Und rat mal, wer schuld daran ist. Ich weiß, aber ich fürchte, da muss ich alleine durch. Ich kann dir dabei nicht helfen. Ja, das ist ja meine super Einstellung. Erst sorgst du dafür, dass es dir schlecht geht und dann lässt du sie hängen? Ich will jetzt endlich wissen, was hier los ist. Hast du eine andere? Nein. Aha. Was ist mit Helen? Nichts. Und mit Helen war auch nie was, verdammt. Und warum wirst du dann laut? Weil ich einen Streit mit Helen hatte. Ah. Und mit Laura auch?
Sag mal, fällt dir eigentlich gar nichts auf? Was denn? Das, was du hier abziehst, darunter leiden alle. Ach, hör doch auf, du hast doch keine Ahnung, worum es geht. Na, dann sag's mir. Das geht nicht, glaub's mir einfach. Willst du, dass es Laura noch mieser geht? Es tut mir wahnsinnig leid. Jetzt red nicht, tu halt was. Ich kann nicht. Na. Weißt du, wahrscheinlich ist es auch besser, dass es mit Laura und dir in den Bach runtergeht. Ich habe auch keinen Bock mehr, euer Drama weiter anzusehen. Echt. Ich kann nicht schlafen. Und auf der Arbeit geht auch alles schief. Ich stehe total neben mir. Jetzt mach dir mal keine Sorgen wegen der Arbeit. Es geht jetzt um dich. Was ist los, Laura? Alexander, es ist alles so verfahren. Ist nicht ganz schön tief reingeritten, ne? Ja, aber ich musste alleine durch. Du machst auf mich nicht den Eindruck, als ob du alleine klarkommst. Wirklich. Lass mich dir helfen. Was ist mit Christian? Hör auf, mich zu drängen. Ich kann es dir nicht sagen. Es geht nicht. Mach mir Sorgen um dich, bitte. Es ist so kompliziert. Ich verstehe es doch selber kaum. Glaub mir, ich würde so gerne mit dir drüber reden. Es geht nicht. Danke. Kannst du mich noch einen Moment allein lassen, bitte? Ja, natürlich. Pass auf dich auf. Seinen großen Auftritt? Hi nun! An der Laube macht er seine Frau zur Minna. Romantisches Örtchen für eine Trennung. Ich hätte gerne Platz in der ersten Reihe. Ja, ich auch. Mach mal Platz hier. Und wann folgt der zweite Akt? Ach, die Freifrau ist nach dem Mittagsschläfchen dran. Hoffentlich macht ihr Herz das mit. Ach, die ist so hart wie Stahl. Ja, Hauptsache ihr Herz wird weich. Sonst wäre die ganze Arbeit mit dem Quirin umsonst gewesen. Ja, als Schauspieler könnte er sein Geld nicht verdienen. Nee, aber als Pantoffelheld. Meinst du wirklich, Margot und Almut hören auf zu streiten, wenn Quirin mit seiner Abreise droht? Das ist Papas Plan. Naja, es ist schon schlimm für eine Mutter, wenn ihr einziger Sohn sie verlässt. Mama, ich bin eine treue Seele. Auch wenn ich mal gehe. Ganz allein lasse ich euch niemals. Na, das will ich aber auch gemeint haben. Aber jetzt muss ich los. Ach, Marie, übrigens, mit diesem dubiosen Spiel, mit diesem Schenkkreis von dieser Frau Bach, da lasst ihr doch die Finger von, oder? Mama, das Thema ist vom Tisch. Na gut, ihr macht da nicht mit. Nein, ich habe doch kein Geld. Und Tanja auch nicht, so wie es aussieht. Also, ich muss. Mhm. Wie geht's dir? Schlecht. Ich wollte das nicht. Laura. Ich liebe dich. Nicht, bitte.
Laura, bitte. Ich weiß doch gar nicht mehr, wer du bist. Wie soll ich ihn dich überhaupt nennen? Christian oder Gregor oder... Ich weiß überhaupt nichts mehr. Aber ich hab dir doch alles gesagt. Boah, du hast mich so lange belogen. Und als ich einen Verdacht hatte, da hast du mir sogar noch ein schlechtes Gewissen gemacht. Das wollte ich nicht, ich schwör's dir, aber es ging nicht anders. Ich hatte Angst. Mensch, das verstehe ich doch. Aber, Mann, du warst ja die ganze Zeit gar nicht du selbst. Ich weiß, dass ich Mist gebaut habe, Laura. Aber du wirst sehen, ich bin nicht zu feige, um für meine Fehler zu bezahlen. Guten Tag. Oh, Entschuldigung. Heiß. Also, Gästen ist normalerweise der Zutritt zur Küche nicht erlaubt. Kann ich irgendwas für Sie tun? Mein Name ist Bach, Eva Bach. Ich suche den Chefkoch. Ich habe mit ihm noch ein paar kulinarische Details abzuklären. Ich veranstalte hier nämlich ein Meeting speziell für Frauen. Ist es dieser seltsame Kreis, wo jeder jedem Geld schenkt? So wie Sie sich anhören, haben Sie dagegen Vorurteile. Ja, allerdings. Ich lade Sie gerne ein, damit Sie Ihren Eindruck revidieren können. Das ist nicht nötig. Ich habe übrigens meiner Tochter gerade davon abgeraten. So, und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Das ist aber schade. Sie versäumen eine einzigartige Gelegenheit. Aber kein Wunder, Frauen in Ihrem Alter. Zwei junge Frauen vom Personal sind da weitaus offener. Ja, die sind dabei, mit Feuereifer. Wie war das doch mal? Wo finde ich den Chefkoch? Ich weiß es nicht. Aber ich werde mich drum kümmern. Ich warte dann an der Hotelbar. Danke. Zwei junge Frauen vom Personal. Aha. Auf diese Rose bin ich besonders stolz. Die stammt aus meiner eigenen Zucht. Ja, die ist ja wirklich wunderschön. Ja, dann nehmen Sie die gleich mit, die ist für Sie. Oh, nein, nein, das kann ich nicht annehmen. Doch, als Dankeschön dafür, dass Sie uns so geholfen haben. Ohne Sie hätte Maxim nie eine Chance bekommen im Fürstenhof. Also gut, vielen Dank. Meine Mutter ist auch sehr erleichtert, sonst wären wir nach München gegangen. Ja, so ist es bestimmt besser für Sie beide. Ja, so können wir alles in Ruhe angehen. Ja, ich wünsche Ihnen beiden viel Glück. Danke. Aber Sie haben jetzt wahrscheinlich ziemlich Stress mit Robert, wegen der ganzen Geschichte. Ja, Robert redet zurzeit nicht mit mir. Immer hat man nur Streit mit ihm. Er hat eben eine raue Schale. In Wirklichkeit ist er ein feiner Kerl. Ich mag ihn sehr. Aber dann ist es doch traurig, wenn Sie nur meinetwegen mit ihm Streit haben. Ach was, ich habe keinen Streit mit ihm. Aber er ist doch ziemlich wütend auf Sie. Das vergeht. Ich habe nur versucht, das zu tun, was ich für richtig halte. Auch wenn Robert es anders sieht. Manchmal ist das ein schwerer Weg. Aber man kann nur seinem Gewissen folgen. Ja, das haben viele Menschen wohl vergessen. Irin, jetzt bitte bleib heute mal stehen. Du machst mich ganz nervös. Du hast ja keinen Grund dazu. Von wegen. Wenn dein Auftritt in die Hose geht, dann lacht mich die Hildegard aus. Alfons, ich habe meinen Text vergessen. Wie fange ich an? Was muss ich sagen? Ich muss mit dir reden. Ich muss. Schande, sie kommt schon. Was? Keine Angst, du weißt schon, was du sagst. Es kommt nur auf die Haltung an. Haltung, Virin. Haltung, ja. Lass mich bei nicht den Stich. Haltung. Da hast du ja ein lauschiges Plätzchen aus. Ja, ja, das habe ich. Was ist denn los mit dir? Hast du einen Stock verschluckt? Ich muss mit dir reden, Margot, wegen der Streiterei von gestern. Ich
wollte ja einen Schritt auf deine Mutter zugehen, aber sowas honoriert sie überhaupt. Ja, und jetzt seid ihr wieder im Streit auseinandergegangen, wie immer. Ich habe es satt bis hierher. Ja. Quirin! Wenn du dich nicht mit meiner Mutter versöhnst, dann ziehe ich meine Konsequenzen. Konsequenzen? Jawohl, ich trenne mich von dir. Ich lasse mich scheiden. Was höre ich da? Was redest du denn da für Unfug? Du willst dich scheiden lassen? Ja, natürlich, Mutter. Ich meine, nein. Ja, nur was ich gerade sagen. Hast du gesagt, du willst dich scheiden lassen. Ja, das habe ich auch gehört. Ja, aber Mutter, nicht, dass du glaubst, dass ich zu dir zurückkehre. Du und ich, wir gehen getrennte Wege. Das weiß ich doch, mein Junge. Das ist doch schon lange, seit du mit deiner Frau bei mir ausgezogen bist. Aber wenn ihr euch immer noch streiten tut. Ja, jetzt streiten wir uns doch gar nicht, oder? Na, warum sollten wir auch? Ich meine, wenn ihr euch streitet. Ja, das ist dann. Dann ohne mich. Ja, selbstverständlich. Das halte ich nicht aus. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Ein schöner Tag noch. Hast du Robert gesehen? Was versteckst denn du da vor mir? Nichts. Dann lüg mich doch nicht an, Marie. Entschuldige. Ich wollte sowieso mit dir darüber reden. Ja, ich mit dir auch. Mama, das ist meine Entscheidung. So. Dann bilde dir bitte nicht ein, dass du auch nur einen einzigen Cent von uns dafür bekommst, für dieses Spiel. Will ich ja gar nicht. Na, dann ist ja gut. Viel kannst du ja sowieso nicht investieren in dieses dubiose Schenkspiel. Wie viel ist es denn? Ja, die Hälfte von einem Herzen. Nein, ich meine, welche Summe? 2,5. Ach, 2,50 €. 2.500 Euro. Was? Ja, so viel hast du doch überhaupt nicht. Tanja leiht mir das Geld. Bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Auch noch Schulden machen für so eine riskante Sache? Das ist nicht riskant. Das Geld kommt zurück, mehrfach. Tanja hat mir alles erklärt. Ja, Tanja. Na, die weiß es natürlich ganz genau. Ja, sie hat das Prinzip verstanden. Marie, es gibt kein Geld ohne Risiko und ohne Arbeit. Das war vielleicht früher so. Das Ganze funktioniert nach einem modernen weiblichen Prinzip. Wenn ich das schon höre. Sowas gibt's doch überhaupt nicht. Woher willst du das denn wissen? Das sagt mir mein gesunder Menschenverstand. Mama, das Ganze hat auch was mit Glauben zu tun. Das ist eine Riesenchance für mich. Die darfst du mir nicht verderben. Du machst eine Riesendummheit. Dann lass mich halt eine Riesendummheit machen, dann ist es mein Problem. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tag, Helen. Oh, eine Fata Morgana. Ich dachte, du wolltest mir aus dem Weg gehen und ich soll aus deinem Leben verschwinden. Ich will nur fair sein und dich informieren. Mir ist klar geworden, dass es für mich nur eine Möglichkeit gibt. Ich gehe zur Polizei und mache reinen Tisch. Jetzt bist du völlig durchgeknallt, oder? Keine Sorge, ich ziehe dich da nicht mit rein. Ich werde nicht mal deinen Namen erwähnen. Dir ist schon klar, dass du in den Knast landen kannst. Also hast du dir das gut überlegt? Natürlich. Das bedeutet ziemlich sicher U-Haft. Vielleicht bekomme ich sogar 1-2 Jahre, keine Ahnung. So schlimm wird es schon nicht werden. Und was ist mit Laura? Meinst du, sie wartet auf dich? Wenn sie mich liebt, wird sie auch warten. Ach, wie romantisch. Mir kommen gleich die Tränen. Ja, komm, spar dir deine Kommentare. Ich fange erst gerade damit an. Ich habe nämlich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Nein, ganz sicher nicht. Wenn ich zur Polizei gehe, hast du endlich kein Wörtchen mehr mitzureden. Dann hast du nichts mehr gegen mich in der Hand. Absolut null. Du wirst dich noch wundern. So leicht wirst du mich nicht los. Herein. Guten Morgen, Frau Seifert. Ach, Frau Sonnbichler.
damit Afrika nicht so weit weg ist. Oh, für mich? Wie lieb. Heute scheint mein Glückstag zu sein. Miriam hat mir schon diese Rose geschenkt. Ja, die Kleine versteht was von Blumen. Gleich angucken. Ach, diese Farben. Wie schön. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Naja, da gibt's schon was. Nur zu? Ja, ich hätte eine Bitte an Sie. Ich meine, Sie haben doch hier im Hotel was zu sagen. Eigentlich schweige ich lieber, aber ich höre gerne zu. Bitte sehr. Danke. Also, da ist doch so eine besonders schicke Geschäftsfrau abgestiegen. So eine junge Blonde. Eva Bacher ist die. Ja, die ist mir schon aufgefallen. Und die plant so eine komische Veranstaltung für Frauen. Ich habe den Eindruck, die will den Leuten nur das Geld aus der Tasche ziehen. Die meisten, die hier ein- und ausgehen, haben genug Geld. Aber meine Marie will da mitmachen. Meine Tochter. Und die hat doch jetzt schon keine Arbeit. Wenn die da auch noch auf so eine Sache reinrasselt. Ihre Tochter ist erwachsen. Sie muss auch Fehler machen dürfen, auch wenn es wehtut. Frau Saalfeld, das ist so schwer, da zuzugucken. Marie wird sich verschulden, so blauäugig wie die ist. Hier, schauen Sie sich das mal an. Da. Also, jede Teilnehmerin muss 5000 Euro bezahlen für so ein Herz. Und wenn dann genug zusammenkommen, dann kriegt die, die also oben an der Spitze ist, ganz viel Geld. Geschenkt, sagt die Bach. Das klingt dubios. Ich hätte dich in der Wüste lassen sollen mit der Schaufel in der Hand. Dort hättest du dich gleich selbst begraben können, neben dem echten Deville. Nicht so laut. Wieso, ist doch egal, du willst doch eh zu den Bullen rennen. Da hast du allerdings recht. Ich ziehe das durch und was du hier veranstaltest, ist mir vollkommen egal. Moment, Moment. Ich komme mit zur Polizei. Das brauchst du nicht. Ich werde die Suppe allein auslöffeln. Ich werde sie dir vorher kräftig versalzen. Was hast du jetzt wieder vor? Ich komme mit zur Polizei und mache eine kleine Aussage. Du hältst dich da raus, verdammt nochmal. Es gibt keine anderen Zeugen, nur mich. Und ich habe gesehen, wie du Christiane Will umgebracht hast. Weißt du, was das für dich bedeutet? Lebenslänglich? Kann ich dich mal was fragen, Robert? Ich weiß, du kannst Maxim nicht sonderlich ausstehen. Du etwa? Geht's dir da wirklich ums Hotel oder bist du vielleicht ein bisschen eifersüchtig, weil er was mit Miriam hat? Du rufst Laura an und machst Schluss mit ihr. Und zwar jetzt. Sonst rufe ich die Polizei gleich an. Was ist denn das für eine Frau? Ich sag dir doch, sie dreht völlig durch. Aber ich lass mich nicht zwingen, mich von dir zu trennen. Christian und ich, wir haben uns versöhnt. Wir werden bald ein Paar. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Entschuldigen Sie, Frau Bach, wenn ich kurz störe. Dies ist eigentlich eine geschlossene Veranstaltung. Ich habe den Damen etwas Wichtiges mitzuteilen. Ich habe dich in der Hand, Christian. Du hast abgelaufen.